Hallo und gesehen zurück zu Evil Genius, wo uns hoffentlich endlich mal jemand in die Falle geht. Wobei, zurzeit haben wir echt sehr wenig Agenten in der Basis. Müssen wir dafür sorgen, dass das ein bisschen mehr wird. Und ich hätte eine gute Idee, wie wir dafür sorgen können. Nämlich, naja, wir könnten versuchen, hier Informationen über das Endzeitgerät zu besorgen. Ist das nicht noch eine Aufgabe aus der letzten Mission, also aus der ersten Insel? Aber trotzdem, wenn es da ist, warum nicht? Ah ja, die Techniker, die fehlen uns hier. Na, Moment, wir brauchen Wissenschaftler. Da hat man eine Menge. Dann schicken wir hier mal 8 Stück. Doppelt so viel, wie wir brauchen. Und gleichzeitig hätte ich mich doch dann gern um das wieder gekümmert. Aber da brauchen wir eben die Techniker, die wir zurzeit nicht haben. Okay, aber hoffentlich, nachdem wir die 2 da freigelassen haben sozusagen, wird hier bald fleißig ausgebildet. Zumindest hätte ich mal einiges bestellt, sozusagen. Und ein paar Biochemiker haben wir hoffentlich dann auch bald. Ja, und nicht zu vergessen, hier wollen wir uns jemanden schnappen. Ich wäre dafür, dass wir uns den Lord Kane greifen. Sende ich mal 2 Arbeiter in die Gegend. Okay. Dann steigt hoffentlich die Wut. Da haben wir eh schon 2 Kandidaten. Mal schauen, wo die hinlaufen. Wir werden sie trotzdem markieren zum Schwächen. Man weiß ja nie. Ich bin auch immer noch versucht, hier irgendwas einzubauen, aber ich bin mir nicht sicher, was. Theoretisch können wir auch einfach eine Tür reinpacken. Weil Fallen werden es natürlich nicht bringen. Wir könnten irgendwelche so Attrappen oder Crash-Test-Puppen oder ähnliches aufstellen. Aber ich glaube, die lenken nur ab, wenn es mich nicht täuscht. Aber wäre sicher auch ganz witzig, das mal auszuprobieren. So, Strom fängt langsam an zu blinken. Heißt, einer der nächsten Bauaufträge wird wohl ein weiterer Reaktor sein. Teuer, aber nötig. Hochsicherheitstür durchbrochen klingt ja prinzipiell gut, wenn an der richtigen Stelle. Ah, jetzt ist, glaube ich, jemand in die Falle gegangen, oder? Ein Turi, okay. Na ja. Aber wir können auch hier an allen möglichen Stellen natürlich Fallen bauen. Da hinten rein haben wir ja noch nichts geplant. Was wir schon machen könnten. Die Teile sind schon ein bisschen heftig. Frage ist, wenn die Tür aufkriegen, laufen sie dann auch ganz da zurück? Das müsste man mal beobachten. Schauen wir mal. Den schauen wir jetzt mal ein bisschen zu, was sie tun. Außer da unsere Krankenstation besuchen. Der hat es auch irgendwie geschafft, die Falle zu umgehen. Der ist irgendwie von da hinten gekommen. Jetzt läuft er wieder durch und löst sie aus. Der umgeht die gerade sehr gut. Moment, können wir hier eventuell Druckplatten aufstellen? Das geht. Die würden uns helfen. Man kann hier der Laser weg. Das wollte ich nicht. Ich möchte eigentlich den Laser erwischen. Jetzt aber, den baue ich für den Moment mal. Keine Ahnung. Einfach mal hierhin geparkt sozusagen. Gar nicht so einfach. So. Jetzt läuft er darauf Richtung. Ah, schau mal, ob jetzt was passiert. Er wird da zurückgeblasen. Aber das ist auch schon alles. Kann das sein, dass man die, dass man Geld nur dann bekommt, wenn man die umbringt mit der Falle? Sicherheitstür wurde umgangen.
Wäre auch ein bisschen heftig. Aber können wir natürlich theoretisch auch einplanen. Frage ist, wie weit ist die Reichweite? Wenn wir hier jetzt die da rüberblasen. Die werden hier vorbeigeblasen. Dann blasen wir sie da rein und mal schauen, wie weit sie fliegen. Nehmen wir die Tür mal raus. Wohin mit der Tür einstweilen? Hierhin. Mal schauen. So, die laufen uns da eventuell in die Falle. Die sind wieder zu langsam. Ah, okay. Da ist natürlich auch interessant zu sehen, wenn die so langsam laufen, dann lösen sie sie nicht aus, aber zu früh besser gesagt. Das wird noch eine ordentliche Bastlerei. Ich sehe schon. Oh, die wollte ich nicht fangen. Habe ich, glaube ich, ein bisschen verklickt. Okay, dann versuchen wir das nochmal. Also, ich stelle es doch mal so auf, dass es direkt zusammensteht. Den Laser, den ich hier geparkt habe, gehen wir dann entsprechend auch wieder dahin. Mal schauen, ob wir noch irgendwas noch zusammenbekommen. Gelingt, ziehen sie noch, das passt. So, jetzt haben wir da versehentlich jemanden gefangen genommen, müssen wir da noch verhören. Schafft es doch mal so gesehen jemand ins Innere der Basis. Was haben wir verschlafen? Hier uns ein bisschen abzusichern. Da verstecken wir uns gleich. Da wollte ich ja jemanden entführen. So, nächster Versuch für die Falle hier. Mal schauen. Kommt, glaube ich, wirklich darauf an, wie schnell die unterwegs sind. Aber da haben wir echt ein paar Agenten mal versuchen müssen zu rösten. Ich probiere jetzt mal hier ein bisschen aufzubauen. Wenn das nichts wird, dann wären wir da oben. Ich glaube, in dem Bereich, der wird sich gut eignen, so einen eigenen engen Fallenbereich mal aufstellen. Da will man niemand abbiegen. Da wird fleißig aufgestellt. Dann werden wir das mal weiter linken. Und theoretisch sollten sie dann irgendwo hier landen, wenn alles gut geht. Vorausgesetzt, sie lösen die Fallen auch aus. Gut, die sind sowieso komplett verwirrt. Und unsere Verhörkandidatin mittlerweile da. Verhör des Gefangenen in Auftrag gegeben. Wird mir nicht viel bringen. Aber gut. So, da ist mal alles aufgestellt. Jetzt muss natürlich noch jemand reinlaufen. Nicht vergessen, das ist eine recht gut begangene Zone von unseren Agenten. Von unseren Mitarbeitern. Heißt Agenten, dass da mal reinlaufen, ist nicht sehr wahrscheinlich.
Na, sonst können wir hier schon so eine Testvorrichtung platzieren. Wie war das mit einmal herumblasen, einmal im Viereck blasen? Ob wir es hier zusammenbringen? Gute Frage. Ich glaube, ich muss echt nachschauen gehen, wie man zu einem Geldbonus kommt. Oh, da wird geschossen. Mal schauen. Ah, der hat sich da versteckt, hat sie entsprechend auch nicht ausgelöst. Eindringling wurde mit Eliminieren-Tag markiert. So, hilft nichts, wenn der da so um sich schießt. Müssen wir leider eliminieren. Dachte, ich habe mich da versteckt. Offensichtlich nicht gut genug. Dann starten wir die mal. Schicken wir noch drei nach, vorsichtshalber. So, hier probieren wir das auch gleich. Unseren neuen Mitarbeiter zu rekrutieren. Sollte nicht allzu lange dauern. Ah, da müssen wir uns eigentlich nicht verstecken, da können wir stehlen. Ja, super. Jetzt sind wir offiziell zu dritt, beziehungsweise haben drei Untergebene. Das wird eine Zeit lang dauern, müssen wir später wieder vorbeischauen. Den Lord Kane, den werden wir dann gleich rauskramen. Nein, zu viert sind wir schon, genau, ganz vergessen. Oder? Wie hieß er nochmal? Der Montezuma, den habe ich komplett vergessen. Die wirken irgendwie leicht defekt, kann das sein? Na, wird wirklich Zeit, dass wir zu mehr Technikern kommen. Können wir auch ein bisschen den Bestand mal aufstocken, zumindest bestellen sozusagen. Ja, und an der Gesamtmaximalkapazität kratzen wir auch so langsam. Können wir noch ein paar Spinde aufstellen, beziehungsweise haben wir noch nicht was Neues bekommen. Genau hier, die da, die ein bisschen mehr Platz oder ein bisschen weniger Platz brauchen und dafür mehr Leute unterbringen. Kann man das hier irgendwie halbwegs effektiv anpassen? Aha, so viel zum Thema Falle. Die hat es gerade zerrissen. Wurde nämlich manipuliert. So, die schmeißen wir weg, glaube ich. Und bauen da hinten einen großen mal ein. So, das war hier das Aufbewahrungsregal. So rum wollte ich es eigentlich haben. Genau, die auch weg. Dann können wir da nochmal zwei aufstellen. Fallen. Nicht zufrieden bis jetzt. Erstmal tappt uns niemand in die Falle. Und wenn, dann explodieren sie nur. So wie hier. Da muss ich definitiv nochmal drüber arbeiten. Genau, da passt dann auch noch schön einer rein und dann haben wir eventuell mit ein bisschen Glück Maximalkapazität erreicht. Ah, das Endzeitgerät. Das war glatt erfolgreich. Oha.
Ah, das ging schnell. Ja, bei der Anfang rumzuschießen. Der wird leider eliminiert. Hilft nichts. Ah, da hat man jetzt... Ah, ist die da zurückgeblasen worden? Oder... Moment, nicht durchlaufen. Stopp. Ah. Schade. Der hat es jetzt nicht ausgelöst, weil wir sie abgeschalten haben. Ja, die meisten Agenten laufen definitiv da unten rein. Schade, dass hier fast niemand reinkommt. Das wäre ideal. Aber Moment, wir können natürlich noch was machen. Und zwar, wenn es hier schon mal jemand hergeschafft hat. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Kann das Ding da auch die hier auslösen? Geht das? Das geht. So halb. Moment, schaffen wir das irgendwie? Das schaut schon mal gut aus. Und mal schauen, wie weit wer auch immer hier geblasen wird. Im schlimmsten Fall nehmen wir hier die Türen raus und machen hier so eine Rüstungsanlage rein, wenn es nicht weit genug zurück ist. Und rein theoretisch, ja, ist die Frage, wenn man hier vorbeiläuft, so wie er. Na, mal schauen, vielleicht löst das jetzt aus. Dann können wir es uns anschauen. Ah, wird wirklich bis da ganz hinten geblasen. Heißt, da könnten wir was Hübsches einbauen. Mal schauen, Satans Kaminfalle. Böse, schurkisch heißt da. Zwei einer unserer Mitarbeiter mitgeblasen wurden, aber was soll's. Ich glaube, das hat keinen weiteren Einfluss auf den, außer eben, dass er durch die Gegend geblasen wird. Da müssen wir dann noch irgendwas einbauen. Mal schauen, die hier, teuflisches Grillfest, gebratenen Agenten. Erst putzen die Agenten durch eine Falltür. Also theoretisch, wenn wir das da hinten einbauen. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Ah, nicht hier hin. Frage ist, ob die da wirklich dann drin landen. Na gut, ob sie so oder so aufgeht, sollte eigentlich egal sein. Frage ist, ob sie da nicht drüber geblasen werden. Also mal alles noch sehen. Das werden wir noch sehen und rausfinden. Ah, da sind keine unterwegs. Da wären jetzt ein paar auf dem Weg Richtung Eingang. Eine ganze Menge sogar. Schwächentag angeordnet. Eindringling wurde mit Schwächentag markiert. Haben wir alle markieren. So, hier ist unser einziger Agent. Auch leider wieder futsch. Die ganzen Wissenschaftler haben wir auch eingebüßt. Was haben wir denn hier? Diplomatischer Gesandter. Das klingt gut. Kann das sein, dass das die letzte Person ist, die uns fehlt? Sprich hier. Möglicherweise. Ja, ich glaube, da werden wir uns ein bisschen um Fallenbau kümmern, wenn da schon mal welche reinlaufen.
Schau mal, was sie machen. So, das wäre mal aufgebaut. Rüstungsanlage. Und die laufen jetzt eh schon gerade da runter und sollten da dann durchsausen. Das könnte spannend werden. Muss sich nur noch eher rechtzeitig aus dem Staub machen, aber das tut er offensichtlich. Sollen wir ihnen ein bisschen helfen? Bitteschön, die Herren. Zumindest mal einer. Oha, der löst das jetzt aus. Okay. Da hat es einen unserer Mitarbeiter erwischt. Die werden zu weit geblasen. Oh, oder auch nicht, der ist gerade runtergefallen. Aber hat es, glaube ich, überlebt, oder? Na, Hälfte der Energie ist weg. Ah, so langsam. So langsam komme ich dahinter. Also ich hoffe, da wird bald repariert. Die sind im sehr schlechten Zustand schon alle. Weiß nicht, was unsere Techniker gerade machen. Eigentlich sollte man genug haben. Vermutlich alle hier in der Ausbildung beschäftigt. Nicht, dass man da bald ohne Strom dastehen, wäre ein bisschen ärgerlich. Ja, weiß auch nicht recht, was tun. Ist mal nicht ausgelöst worden, okay. Die sollten wohl schon rankommen zum Reparieren, oder? Ich hoffe mal. Sonst werden wir sie wohl oder übel mal versetzen müssen. Notstrom erschöpft. Alle stromverbrauchenden Objekte sind abgeschaltet. Und da hat sie es gleich zerrissen. Weil nicht gewartet, so wie es ausschaut. Jetzt haben wir natürlich ein kleines Problem. Lass uns mal ein kleines finanzielles Problem, weil die sind ganz schön teuer, die Dinger. Mal ein bisschen, mit ein bisschen mehr Abstand aufstellen. Gut, dann hoffen wir mal, dass wir bald wieder Strom haben. Ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt, warum unsere Techniker da nichts gemacht haben. Vielleicht hat man wirklich zu wenige und sie haben es nicht mehr geschafft, alles zu warten. Gut, dann ist eh Zeit für eine Pause. Ich würde sagen, ich traue mich jetzt mal ohne euch vorzuspielen, und zwar vorspielen im Sinn von, ich lasse einfach wirklich laufen. Bis der Strom wieder da ist. Falls wir uns das leisten können, wir werden es sehen. Momentan haben wir ein bisschen wenig Geld, müssen wir ein paar mehr Agenten losschicken. Dann wünsche ich alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vierdenk und baba.